Es ist, naja, ein Tag halt. Es ist auf jeden Fall aber 19 Uhr. Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, dem Spiel, wo wir gerade ganz knapp Mode Fahrgeld gerettet haben. Und, naja, jetzt bei den guten Männern, man einbrechen. Größtenteils eigentlich nur, weil er reich aussieht und bei reichen Leuten lohnt es sich halt zu klauen, sag ich mal. Belieferung aus Ferun Paladin Einbrecher? Ich habe zwischendurch versucht, auf meinen Zweitschar Schattenherz zum Paladin zu machen. Weil ich dachte, ich mache mal ein bisschen Unterschied. Ja, irgendwie Paladine können gar nicht mal so viel heilen. Die haben halt sowieso Hand auflegen, Charges, aber irgendwie so richtig geil ist es nicht. Also da ist halt irgendwie die Hälfte der Zeit, kommt da nicht mal rum. Deswegen, naja. Kleriker ist schon in Sachen Heilen schon mal besser. Ein bisschen schade eigentlich, dass Kleriker die einzige Klasse ist, die wirklich gut heilen kann. Weil ich habe das dann mit anderen Klassen versucht. Die können einfach nicht so viel heilen. Also die haben einfach nicht so viel Zeug, ne? Also, die guten Kleriker. Schriftrolle Äußerlichkeiten? Was? Schriftrolle Äußerlichkeiten? Ist das zum Lesen? Ach nee, ach so, Äußerlichkeit ist der Zauberspruch. Interessant. Schlüssel zu Figaros Truhe, na, das ist ja praktisch. Das sind aber die Truhe, die ich unten geöffnet habe. Elementarbeschwören. Kick an. Wir könnten also noch ein Elementar mehr haben. Hier, den haben wir den guten. Ach ne, er hat noch ein Schließfach hier. Wie ich schon sagte, der gute Figaro sieht halt auch wirklich reich aus. Da komme ich leider nicht umhin, ihn hardcore zu beklauen. Man weiß ja nie, wann man wieder Geld braucht. Wenn ich ja seine oberen Stockwerke nicht bewacht, da finde ich ja nichts für. Trotzdem weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich mit Druckerpressen tun soll. Mir fühlt übrigens gerade für Baldur's Gate, wäre es echt cool, wenn es. Der Tresor ist leer? Echt jetzt? Das ist ja enttäuschend. Gerade für so eine Geschichten wie das. Wie die Stadt Baldur's Tor. Ich meine, in der Wildnis und so wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, aber gerade in Baldur's Tor wäre es halt echt schön gewesen. Oh, ich habe keine kurze Rast mehr. Das ist natürlich ein Problem, wenn irgendjemand Schaden nimmt. Dass es da nochmal eine Nachtmap gibt. Also irgendwie so abends, dass du abends nochmal rumrennen kannst. Zum Flanderhort, was heißt denn Master Figaro. Oh ja, ist so dankbar, dass Master Figaro gerettet wurde, weil er wäre sonst arbeitslos. Ja, das ist natürlich eine. Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich doof. I must say, I'm damn lucky you showed up when you did. Ja, ja, can you believe what that monster was doing? Ich kann sowas glauben, was ich mal sehen. Sollte vielleicht mal mit Jahira plündern, ne? Weil die hat halt auch viel mehr Platz. Tja. Aside. Schön. So, weiter. Wir ziehen weiter. Von Haus zu Haus. Wir werden ja wohl irgendwo noch was finden, wo wir diesen verdammten Autor finden. Stories, Dame Weißbrand. Oh, die Herren Weißbrand haben den anscheinend überlebt. Die Glitzergala? Was gibt's denn hier Schönes? Downstairs, the Glitzergala. Upstairs, the Chromatic Scale. God's love. Who'd want to spend time with anyone, great or good? Aha. Sollen wir das auch machen? Ich fasse nochmal looten. Wir finden da drin, das müsst ihr hören. Liebster Thomas, es ist schon viel zu lange her. Und was für ein Abenteuer ich erlebt habe. Ich freue mich darauf, euch nach meiner Rückkehr im Elfengesang alles darüber zu erzählen. Aber bis dahin, ich habe auf meinen Reisen den Händler Gianni getroffen, der mein Interesse an seltenen Metallen namens Pyrodram geweckt hat. Daraus werden Rohre gefertigt. Rohre sind gut und schön. Aber ich bin ziemlich sicher, dass eure Hände aus diesem Material eine ganz außergewöhnliche Flöte anfertigen können. Es erhitzt nämlich beim Spielen die Luft, die durchgeblasen wird, wodurch ein klangvolles und prachtvolles Taumre entsteht, wie ich es noch nie gehört habe. Ich habe eine Tasche von Erzproben, die ihr nach meiner Rückkehr ausprobieren könnt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ihr davon haltet. Arbeitsgelegenheit mit einem Meisterkünstler? Sehr geehrte Madame Omotola, ich bin Handwerksmeister von Eltur und wurde aufgrund meiner Umstände, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, vor kurzem meine Heimat entrissen. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Ich jedenfalls habe schon von euch gehört. Schon seit Jahren möchte ich dieses erlesene Geschäft besuchen und freue mich sehr, dass ich nun endlich die Gelegenheit dazu habe. Ich glaube nämlich, dass dieses unglückliche Wende der Ereignisse in meinem Leben für euch sehr gewinnbringend sein könnte. Ich glaube, hier auf dem Markt gibt es eine Nische für Arbeiten wie meine. Vielleicht dürfte ich euch mit einer kleinen Kostprobe behelligen und mit der Möglichkeit locken, mich selbst als Juwelier des Hauses zu etablieren. Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen. Mit freundlichen Grüßen. Elswim Glimrock. Können wir jetzt nicht direkt. Hallo, Steph. Da hinten ist ein Onyx-Ring, den ich klauen darf. Was haben wir denn gefunden? Schlüssel zu ihrer Truhe. Okay, interessant. Hast du denn an den Onyx-Ring kommen wir nicht ran, oder was?
Ich meine, ich darf, ne? Alles, was nicht festgenagelt ist, wird von mir geklaut. So viel ist ja schon mal klar. So, den Schlüssel darf ich übrigens auch nicht klauen. So, das ist Umutara, Edelstein-Lieferantin. Okay, ein Mensch, den man leicht umbringen könnte. Jetzt haben wir den Keller gar nicht angeguckt. Wir müssen gleich zu Figaro nochmal zurück in seinen Keller durchsuchen. Wer weiß, was das drin ist. Drab attire, lackluster skin. My darling, you need my gems. They'll brighten even a ghoul like yourself. What? Or, if you are the practical sort, I also stock enchanted stones. They're almost as magical as myself. Also sie meint, wir sehen langweilig aus und wir brauchen magische Steine, um besser aus, Edelsteine, um wissen ein bisschen was aussehen. Selbst ein Ghoul wie ich. A skeleton would be more accurate. You have good bones, darling. You just need decoration. And you're in the right place. Also vor allen Dingen mit diesen absoluten Dingsbums, was auch immer Jahira bei hat, sieht sie auf jeden Fall... Okay, sie hat tatsächlich keine magischen Steine. Na gut, super. Aber wir könnten ihr ihren eigenen Ring verkaufen, immerhin das. Remember? Okay, sagt sie zu Schattenherz was anderes? Drab attire. Or? Was ist mit Edelstein? Darling, we're on this plane but for a blink of the eye. Why not get a little luxurious? Ah ja, also sie meint, wenn man, warum nicht ein bisschen, oben gibt es nämlich die Musik, warum nicht ein bisschen Luxus genießen? Okay, das, dieser Laden sieht so aus, könnte man ihn gut ausrauben. Also wenn wir Mörderhobon würden, würden wir die gute Frau jetzt umbringen, einfach nur um ihren Laden leer zu räumen. Hier dagegen gibt es den Nachtpiratenschiff. Lesen dürfen wir das, ja? Da gibt es einen Gong. Trader appears encouraged by your interest in this site. Das ist ein Buch. Okay, der gute Mann hier ist Schwerkisten hier, Musik, Badentanz. Habe ich das Schild ausgerüstet? Ja, habe ich. So, guten Tag, Thomas C. Quirklius. Das ist dein Name? A customer. Come, Docker. You look like someone who knows their way around a lute. Or perhaps you enjoy the drums. Flute? No. Liar. Ich bin kein großer Musiker, ja, niemand von meinem Team ist es, ne? Oh, er hat tatsächlich aber magische. Dostrels Piccolo-Flöte. Diese zierliche Flöte mit Drow-Siegel soll eins Captain Dostrel vom Zauberbrecher Phil Litter Erevans Griff gehört haben. Falle trägt Klee-Lyra. Dieses exquisites Instrument soll aus den Landeslegenden deren Bruders Falter aus Mondschein stammen. Es gibt keine 20 seiner handgemachten Lyren mehr. Glimmergallen Selgaun-Fiedel. Der berüchtigte Gnomenbade Pustekuchen Glimmert spielt angeblich so traurige Weisen auf dem Fiedel, dass die Bankwächter weinten. Und dessen räumten seine Komplizen die Schatzkammer aus. Giam Godas Kielertrommel. Lulutianische Handtrommel aus Robbenfell. Werden oft auf kuitianischen Friedensfesten gespielt. Kim Goda war berühmt für seine Fingertrommelschwindereien. Aha. Naja gut, das Einzige, was jetzt irgendwie hier relevant zu kaufen wäre, ist Dolly Garofs Tischlaute. Schweres, tiefes Instrument, das aufgrund seines Gewichts Tischlauter heißt. Der Segler Andriy Stulagerow weigert sich, jemand anderes dabei spielen zu lassen, wie weithin bekannt ist. Naja, gefährliche Melodien. Na komm, die kaufen wir jetzt einfach für wie viel? 34? Ah. Thank you for coming. Schön, dass ich meinen kleinen Laden besucht habe. Ja, wo ist denn das Ding jetzt hin? Gazetteball, das Ohr habe ich auch noch immer noch. Ich habe wirklich schon versucht, ein bisschen auszusortieren, habe mal meine ganzen Zettelkram weggeschickt, aber... Ein beliebter Überblick über die Geschichte des magischen Lieds und der magischen Gesangs mit besonderem Schwerpunkt auf Lieder, die in Zura verzaubern, beispielsweise das Lied der Harpien-Sirenen, Chiontar oder Glimmergets lebende Melancholie. Das bringt uns nicht direkt praktisch weiter, ne? Na gut, dann zurück zu unserem guten Figaro und seinen Keller durchsuchen. Wir kommen leider immer noch der Geschichte überhaupt nicht näher, dass ich hier irgendwie mal... Das Haus waren wir noch nicht, das Haus waren wir noch nicht. Da hinten ist auch noch ein Anwesen. Das ist, glaube ich, ein ganzes Anwesen, ne? Ne, aber das ist, glaube ich, die Weinverköstigung, ne? Also Dolor ist nicht weit gekommen, muss ich mal sagen, ne? So, mal Figaro hier. Du hast doch hier noch deinen Keller. Wahrscheinlich ist da nicht großartig was drin, ne? Aber wer weiß das schon. So, haben wir dich zufällig mit über den Schlüssel? Ne, leider nicht. Das hat jetzt zum Glück noch nie jemand aufgehalten, der Schlüssel zu haben. Zack.
einmal das komplette Team runter, vor allen Dingen mit der riesigen Menge, die mein Team mittlerweile ist, ne? Watch your elders and learn. Ah, schön. Oh ja, Schattenhose. Schattenhose? Ensemble für Lager von der Geschichte über Geist von Getränken ausgetauscht werden. Ja, das ist geil. Let's see. Das habe ich erwartet, diesen Keller zu finden, außer Klamotten, ne? Das ist doch eine Wand, oder? Ich möchte mir jetzt sagen, dass von meinen Leuten wieder keiner die Wand wahrnimmt. Derzeitige Befehle? Oh, oh, oh. Zu der Dame Marguerite Farge. Ein Beikleid, koboldfarben mit knöchernen Miedern und Armorschlingen aus Hermelin. Für Fürst Agamir ein eleganter Umhang aus Samt in goldmütter Blattwerk der Stadt in der warmen Monaten bestickt. Für Frau Korbinger vier identische Uniformen für ihre Zofen. Weiße Manschetten und Kragen, Leinenschürze, Kleidung in der üblichen Mode. Aha. Okay, ich glaube, derzeitige Befehle ist eine Fehlübersetzung, sollte eigentlich Current Orders heißen. Also, warte mal. Das habe ich auch nicht den Schlüssel. Also, im Sinne von aktuelle Bestellung. Ist aber bestimmt wahrscheinlich. Oh. Oh, ich habe mit. Ich war gerade unfassbar lucky, möchte ich mal kurz sagen. Ich habe nämlich aus Versehen mit Jahira geknackt. Und, ja. Sie hat halt eine Nat 20 gewürfelt. Nun. Ich, Julio Fargalert, Bewohner von Baldur's Tor, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und eines makellos gepflegten Gesichts, Gewand und Körpers, verkünde hiermit meinen letzten Willen. Durch dieses Testament werden all zuvor von mir vermachten mündlichen und sonstigen Versprechen aufgehoben, für mich dich erklärt. Jeder, der den Inhalt dieses Dokuments anzufechten versucht, wird vollständig daraus gestrichen. Meine Tochter Carmen vermache ich mein Vermögen in Gold, Seiden, Edelsteine. Und an meinen Nachfahren hast du allein das verdient. Meine anderen Kinder, Figaro, hinterlasse ich die Geschäftsführung über meinen Laden. Ein wenig ehrliche Arbeit würde ihm gut tun. Aha. Ob Carmen davon weiß? Don't touch. Wer hätte gedacht, dass der gute Figaro hier tatsächlich noch ein zweites Dings hat? So, jetzt knacken wir auf jeden Fall mit der richtigen Person mal hier so ein Schloss und verlassen uns wirklich mit Nat 20. Weil das sollte wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich das hier nur aufgemacht und nicht geknackt. 15. Herab mit Anmut der Katze ist ja die Wahrscheinlichkeit. Was ist denn hier? Löwenherzgewand und Petrol. Bändersahn. Herrliches Smaragdgewand. Ja, schade, dass man aus dem Bild nicht so richtig. Also ich finde, sie hätten für die Kleidung hätten sie auch Stufen einführen sollen. So, kann jetzt bitte irgendjemand erkennen, dass diese Wand hier offensichtlich nicht echt ist? Always nice to be wanted. Let's try this way. Sieht doch fake aus, die Wand. Das sieht doch von hier. Da ist doch ein Ritz drinne. Naja, gut. Denn Diebeswerkzeug? Warum hat der gute Mann ein Diebeswerkzeug bei? Färbemittel und Lafida? Weil ich nicht mit dem Färbemittel irgendwas anfangen kann, aber klauen kann ich hier trotzdem. Gewebenmoos. Forschungspapier mit blauem Fleck. Glücklicherweise hat Dame Fage ein zweites Mal Geld für meine Erforschung des perfekten Kobolds bereitgestellt. Eine Farbe, die in ihren Augen so perfekt zu ihrem Tarn passt, dass jede Summe zu zahlen bereit ist, um Kleider, Schals und Schleier in diesem Ton zu erhalten. Meine Forschungen haben mich nach Kalimshan geführt, wo die meistbesten Verkäufer und Erfinder von Pigmenten des ganzen Reichs leben. Ich kann die Reise zwar nicht selbst antreten, doch ich habe einen gewissen Habir Ashmat geschrieben, der als einer der besten Farbschmiede auf ganz Tori gilt. Er antwortet im hoffnungsvollen Ton. Offenbar hat die Entdeckung eines bestimmten Meeresweichtiers vielversprechende Ergebnisse. Die Kreatur produziert eine dunkle Tinte, die in Kombination mit Säuren einen reichen Kobold blauer gibt, welche gewiss sogar das strenge Auge von Dame Farge abrollt. Ah, interessant. Also in der echten Realität ist es ja die Purpurschnecke, die halt so eine Untersichtschnecke war, die eine Farbe gemacht hat. Wobei es verschiedene Purpurschnecken gibt. Es gibt die in verschiedenen Rot- und bis zu lila Abstufung. Trotzdem, möchte irgendjemand jetzt diese Wand hier sehen? Das mache ich jetzt hier so lange wahllos irgendwelche Lampen aus, bis das hier irgendwie. Mann, ich sehe sogar eine Truhe auf der anderen Seite! Weil ich könnte, warte mal, kann der Genie nicht? Okay, warte mal, vielleicht sollten wir kurz. Kurz die ganze Truppe hier mal in die Ecke stellen, dann den Genie loseisen. Der macht dann einfach mal AOE. Und dann mal sehen, wie die Tür darauf reagiert. Nicht gut, sag ich mal. The work is never done. No rest. Be you wicked or wise. Aha. Keine Ruhe. So, ist das jetzt eine Truhe? Ah! Das war der Schlüssel. Wir haben Damage genommen. Ugh. Kriecherschleim. Blöde Präzision. Das waren anscheinend die Fallen, von der wir vorhin berichtet haben, nehme ich mal an. Naja, super. Okay, oder? Meine Leute stehen gerade so dicht beieinander. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt. Wo ist eigentlich mein Heilehut hin?
ich den verkauft? Ohne Witz, wo ist mein Heilhut hin? Ich hätte doch mal einen Hut, der mir Punkte beim Heilen bringt, den ich zugegebenermaßen selten aufhab, weil er doof aussieht und ich meistens mit dem 17 Int einfach mehr anfangen kann, wenn ich sie habe. Die habe ich doch nicht verkauft, oder? Also offensichtlich ist er hier nicht mehr in der Auswahl. Was gerade ein bisschen schlecht ist. Naja. Was ich eigentlich gerade tun wollte ist... Okay, ich kenne ja nicht so viele Leute. Wen müsste ich treffen? Ich müsste Jahira und ihre Summons treffen. So, dann müssen wir noch den... das Wassermimidon? Und am besten Astarion. Wo steht denn Astarion von der ganzen Bande? Hier steht Astarion. Ja, da müssen wir nochmal... Da müssen wir nochmal kurz würfeln. Warte. Das Vieh kommt daran. Das Holzweidvieh kommt dahin. So, dann... Moment, das klingelt. Ich weiß übrigens nicht, warum ich Schattenherz die Heiltränke werfen muss. Die heilen ja nicht weniger, oder? Ich sollte das Ding hier blöd werfen. So, kriegen wir das hier irgendwie, oder? Zack, blub. Aha! Oh, sie wurde auch noch da. Achso, sie wird da von den anderen. Das ist halt. Das Heiltränke werfen heilt sie übrigens auch mit ihren. War drei Effekten? Warte mal. Ich hab das Ding. Ich hab den Reiz des Retters. Das Ding heilt mich. Dann hat sie ihren Passiv mit Domänen des Lebens, dass ich hier gesiegter Heiler bin, ne? Obwohl, das sollte mich eigentlich auf jeden Fall nicht heilen. Und dann haben wir noch Jünger des Lebens. Macht dein Hass, wir sind ein Hässling. Okay, das ist. Nee, das betrifft nur andere. Warum heilen wir uns dreimal um eins? Steht das hier irgendwo im Protokoll? So, warte mal. Hat sich selbst auf Heilwurf. Zaubergrad 1. Also die Tränke zählen als Zaubergrad 1. So hat sich selbst. Ach so, lol! Weil ich drei Ziele mit dem Heal getroffen habe, heile ich mich um dreimal. War nein, sieht der Horror? Ja, kommt drauf an. Zwergtaxonomie? Wer hat dann bitte schon Zwerge auseinandergenommen? Diese Spezies-Taxonomie von regional kultureller Belauscher Feim liegt eine vollständige Kategorie der Zwerge vor, von den windzerfurchten blassen arktischen Zwergen über die braungebrannten Goldzwerge von Großfurcht, die einst versklavten Duerger, die großen geselligen Schildzwerge und die im Unterreich hausenden Urdunier, bis hin zu den herausragend anpassungsfähigen und kulturell hochentwickelten wilden Zwergen, die im Dschungel von Schuld leben. Wie cool. Der Tai bekam... Der Gliptext auf den Schundroman preist das Buch an. Eine gemächliche Geschichte von Feinden, die zu Liebenden werden. Ein verbitterter Erzmagier aus Tai kommt seinen großen Feinden näher. Einen muskelbepackten Berserker vom reinsten Herzen. Oh ja, super. Das wäre auch ein Buch, was ich eher im Keller aufbewahren würde. Gut. Dann. Hören wir gerade, wie alle Viecher sterben, die nicht irgendwie reinkommen. Bin gespannt, ob sie den Bug irgendwann mal fixen. Warum kann ich dieses Gemahl, das Ding hier nicht klauen? Das sieht ziemlich cool aus. Das Ding hier mit dem Umhang und den... Naja. Wir suchen immer noch nach einer Möglichkeit, irgendwie die Zeitung aufzuhalten. Und hier im Buchladen war es nicht. So, da unten ist die Dingens. Da waren wir schon. Also müssen wir uns hier orientieren. So, war das... Nee, das hier ist die Beinverköstigung. Oh, ah, ich weiß, was das hier ist. Oi! Stop a moment! Also, ich bin jetzt nicht ganz. Also, ich war beim ersten Mal. Meine echte Überraschung, die ihr leider nicht mitbekommt, war ich sehr, sehr, sehr überrascht, hier diesen Ort zu finden. Ich habe eigentlich was anderes gesucht. Und jetzt ist, Hafnerbericht. Hohe Hafnerin. Leider muss ich vermelden, dass wir keinen Hinweis auf die Eltern des Jungen haben. Wenn es tatsächlich den ersten gehört, die vom Kühl verschleppt wurden, dann ist ihre Spur schon kalt. Es ist ein bitterer Gedanke. Aber vielleicht wurden sie als aufstiegsunwürdig erachtet und fortgeschickt, um den Friedenskult auf andere Weise zu dienen. Ich hoffe, er wird sich dort eingewöhnen. Vielleicht gibt es für ihn keinen anderen Ort, zu dem er gehen kann. Wem redet das? Also. Ja, also gehen wir einfach mal rein und sagen Hallo. Oh, Miller's Mark, here we go. Are we quite sure she hasn't actually died this time, brother? She looks dead. Smells it too. Ooh. It has been a hard road. But I can clip you both around the ear to prove I am no ghost.
If it would help? Forgive us, Mother. We're just surprised you still know how to find your way home. Das hat mich wirklich überrascht. Aber natürlich, Jahira ist über 100 Jahre alt. Natürlich hat sie erwachsene Kinder, die schon wieder Kinder ihrerseits haben. Ich dachte, Jahira würde in einer Höhle leben, alleine. Ja, aber sie hat ja einen Namen und alles, ne? Also wir machen mal das da. She always brings the smartest people home, too. Enough, Ryan. I taught you better manners than that. No, you didn't. A sending spell can carry 25 words. Do you know how many Jahira's only message contained in all this time she's been away? 7. Oh, schön. oh ja, das kommentieren wir auch gleich. Das Ding ist, es gibt in dieser Welt also magische Kommunikation über Distanz. Das ist ein Riesending, weil das ändert so viel, wenn du über Entfernung kommunizieren kannst. Vor allen Dingen, wenn, ich meine, ein Zauber enthält 25 Wörter. Da kannst du doch auch, das kannst du ja immer wieder wiederholen. Also ich meine, das ist ja, also sobald du irgendwie in der Entfernung kommunizieren kannst, ist doch eigentlich die Wortanzahl nur noch eine Limitierung, die man quasi mechanisch umgehen kann, ne? Traf hübsche Helden in den Schattenlanden. Werden Schattenlanden ein Wort oder zwei Worte geschrieben? Lol. Das gibt mich nichts ein. Das mache ich nicht. Ich glaube, das wirkt sich nur negativ aus. Nennt mein Handy? Ja. Was hat sie gesagt? The message went, I'm sorry, you know what to do. So why haven't you done it? You were supposed to get the young ones out of the city. And you were supposed to be dead. That's what your oh-so-stoic message meant, yes? Yet here you are. So, what happened out there? I got my skin saved by this one. We've come to take the fight to the cult. Which is exactly why you all cannot be here. Why? You plan on winning, don't you? You're the one who saved her, so tell me. Are we all doomed? Was ist so eine Frage, jemand zu stellen? Also der Dialog war mehr oder weniger, sie hat die Nachricht geschickt, das, warum zur Hölle sind sie noch hier? Und also sie hat damit fest damit gerechnet, in den Schattenland zu sterben. Sie wurde ja durch uns gerettet. Also sie hätte genauso gut auch tot sein können. Und Jahira meint, es wäre sehr viel gut, wenn sie nicht im Baldur's Tor sind. Und jetzt werden wir gefragt, ob wir glauben, dass es hier irgendeine Rettung gibt. Nicht in diesem Leben, der Kult ist mächtig, das wird kein leichter Kampf. Ihr sollt auf eure Mutter hören, wir werden alle sterben. Es wird kein leichter Kampf. So fight. That's what all you heroes and harpers are for, isn't it? You are a very irritating girl. This isn't your house, remember? You'll keep a civil tongue under our roof if we let you stay at all. Have mercy, sister. She's old, after all. So old! Seems I'm outvoted. See, Mother? That is how you go about talking things through with your family. Now, if there's more to discuss, then bloody well come in and wipe your boots. Sollen wir die Stiefel abwischen? Also sie meint, dass diese, das ist... Also, was haben wir jetzt schon wieder gefunden? Oh, eine lose Planke. Also das Haus von Jahiras Kinder, nehme ich mal an. Nicht versendete Sendung? Also auf jeden Fall meint sie, dass Jahira ja schon so alt ist und jetzt muss man Nachsicht haben mit allem. Ein kurzes Schreiben, das als professionelle Nachricht gekennzeichnet ist. Eine magische Botschaft von bis zu 25 Wörtern hast du gedacht, den Empfänger überall zu finden. Dieses Exemplar wurde nie ein Kleriker zur Auslieferung überreicht. Nein, ich weiß nicht, was zu tun ist. Also kommt zurück und sagt es mir, sonst komme ich zu euch. Der Tod wird euch nicht schützen, Idiot. Oh, nett. Der Edelmann betrachtet uns. Naja, wir räumen mal die Bude leer, würde ich sagen. Ne? Das ist, die Mittel können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Die gesamte Familie von Tetyr. Ja, ist doch nicht interessant. Nicht das Exemplar verschlucken? Bitte? In seinem dritten Werk, nicht das Exemplar schlucken, auch wenn ihr geradezu ein scharfes Curry genossen habt und meint, es könnte helfen, legt Professor Olimankel Buschfeld mit ermüdendem Detailreichtum seine Erfahrung bei der Kategorisierung der vielen Pflanzen und Pilze dar, denen er von dem verschmitzten Dämmerlicht des Feenwilds begegnet ist. So berichtet er, dass an das Schwertküste verbreitet leben muss, seine Herkunft im Feenwild hat, was dessen Neigung erklärt, auf Toril in der Nähe von Magiequellen zu sprießen. Er erläutert die Eigenschaften des Eichentrüffels, wenn diese sorgfältig in alchemistischen Prozessen integriert wird. Er lässt sich einen Trank daraus herstellen, der ihm die Fähigkeit verleiht, mit Tieren zu sprechen. Noch vieles weiter mehr auf. Als das schlichte Hahnenbüchne 6000 Seiten! Ein dickes Buch, hoffentlich was wert. Ist das am Mondschein?
Dieses Buch gibt pompöse, aber lehrreiche Einblicke in die Mondscheininsel, ein Archipel westlich der Schwertküste. Es folgt ein Auszug. Konomee, eine Königin auf der buschgepackten Riesen, die man Fomori nennt, kann auf der Mondscheininsel Oman. Gemeinsam mit ihren treuen Völkern erobert sie Oman. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach sind die anhaltenden Übertritte der Fehwürde, wie beispielsweise Konamons Vorschuss in unser Reich, eine Beleidigung für den Stolz eines jeden rationalen Denkers. Jeder, der in der Lage ist, sollte es seiner Pflicht ansehen, nach Oman und allen anderen von Feen befallenen Orten überzusetzen und zu fliegen oder zu schwimmen, egal, diese Unverfrorenheit mit großer Überzeugung und Kraft zu unterbinden. Okay. So. Also Jahira ist ein Halbhochelf, ne? Eines ihrer Sohnfriedes ist anscheinend ein Ork. Na gut, ein Halborg offensichtlich. Urschlag. Vielleicht nur ein Tegelschwert bis hier. Ah, ist anscheinend ein Ork-Druide, I guess. Achso, natürlich sind Jahiras Kinder Druiden. Was auch sonst. So ein. Nee. Das ist ihr Thronraum? Okay, das ist schon ganz geil. So, wo ist Töchterchen? Also, sie steht draußen. Rion. Und Rion ist dann wahrscheinlich ein. Auch ein Halbhochelf. Na gut, vielleicht, wenn du einen Halbhochelf und einen Halbhochelf zusammenschmeißt, dann kommt wahrscheinlich ein Halbhochelf dabei raus. Du kannst von Elementaren und Feen, wie er bezaubert, noch verängstigt werden. Naja, weil sie halt Feen gut haben. Gut, reden wir nochmal mit Rion. No arguing. Just tell me you're well. I am well. And Minsk? We're working on it. You'll get him back. I owe him a kicking for showing Fig how to throw hatchets. So, this cult. What's our plan? I'm not fool enough to think I can change your mind. But if you're staying, I don't want you taking up arms. There are other ways to fight. Really? Like what? Also, das. Also, die fragt, sagt direkt, ob es ihr gut geht. Sie sagt, ja, geht so. Und nach Minsk wurde auch gefragt, aber den haben wir ja noch nicht gefunden. Also wir arbeiten an der Minsk-Geschichte und sie meint, sie kann ihre Tochter eh nicht davon abbringen, sich in dem Plan zu beteiligen. Aber es gibt andere Möglichkeiten zu helfen, außer nur zu kämpfen. Vor den Mauern sind Flüchtlinge. Sie werden Schutz brauchen. Mehr Heiler. Dieser Ort könnte ein Krankenhaus dienen. Ignoriert Jeffrey, wenn es weitergeht, greift zum Schwert. Dieser Ort könnte ein Krankenhaus dienen. Vor den Mauern sind Flüchtlinge. Ja, die. Gebete? Lol. Ich meine, wir sind Kleriker, aber komm. Das ist Flüchtlinge. You shame me. In all our hunting, I had put them from my mind. Right. Leave them to us then. If we can't get them past the checkpoints, we'll at least make sure they're watched over if it comes to fighting in the streets. If I have to stay home and babysit, then it's your job to make sure there's still a home to look after. Take what you need, and we'll do the grand reunion when you come back for good. So, lovely as it is to have you back, Mother. Go away. You have work to do. Aye, aye, Commander. Ah, ja. Wait, one more thing. There are doppelgangers among the cult. Be on your guard. Huh. All right, then. If you turn up looking for hugs and kisses, I'll be sure to shoot first. That's my girl. Uh-huh. Also, sie meint, sie kümmert sich um die Flüchtlinge, beobachtet die ganz gut und tut da Dinge oder versucht die entweder durchzuschmuggeln oder zumindest die zu beobachten, falls was passieren soll. Dann haben wir so von Doppelgänger gewartet. Sie meint, wir sollten gehen, weil wir haben ja Dinge zu tun. Wer genau ist Fick eigentlich? Die kann es eigentlich beide werfen. Spare me your salutes, little traitor. You walked me right into that ambush. Sorry, Commander. You are my Commander, but George promised me pies. Huh. I can't fault your priorities. You'll look after them for me? Can I have a real sword? No. Was? Fine. Ich habe bestimmt irgendwo noch ein Schwert. Ich habe bestimmt irgendwo noch so ein magisches, legendäres Duellschwert oder irgendwie so rumliegen. So, was ist sie jetzt? Sie ist ein Mensch tatsächlich. Ah, das ist übrigens auch richtig nervig, ne? Wenn du als Elf ein Menschenkind hast. Die sind ja bestimmt nicht so langlebig, oder? Das ist ja irgendwie doof. Ich meine, diese ganze, Elfen- und Menschengeschichte ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen nervig. Es gibt da übrigens einen Anime-Manga, der sich damit auseinandersetzt. Wobei die Story eher, da ist es ein bisschen lächerlich lang. Das, wie ist denn das? Frieren at the Furnival. Ich weiß nicht, warum sie Frieren heißt, weil die Japaner stehen im Deutsch. Whatever. Aber da ist irgendwie die Story, die geht dann quasi nach dem großen Abenteuer los. Und es geht darum, dass die Heldin Frieren halt doch ein bisschen länger lebt als die restlichen Typen. So,
So, Brief mit Hafnersiegel. Rein. Wir haben euch nicht mehr von der Hohen Hafnung gehört, seit sie ihren Trupp versammelt hat und im Osten aufgebrochen ist. Ihre Nachrichten an euch ist zwar besorgniserregend, aber uns hat sie keine derartigen Nachrichten zugelassen. Aber ich kann nicht glauben, dass die Jahire, die wir kennen, nicht alles weitergegeben würde, wenn sie wirklich glaubt, dass das Ende nahe ist. Eure Mutter kommt sicher zurecht. Das tut sie doch immer. Pagas Reh, Hohe Hafnerin der Mantelwaldgruppe. Ah ja. Treibt ganz schön, das ist viel getrunken. Weiß nicht, welche drei jetzt genau. Reden wir mit den restlichen Kindern, die die Jahira noch so hat, wie zum Beispiel Jessen. Oh, Kindeskinder. A fine day to you, sir. Are you known to this court? Ah ja. Warum rede ich jetzt mit Schattenherz mit ihr? Also ich wünsche mir einen guten Tag. Bin ich an diesem Hof bekannt? Was? Einfach dreht das Noblenhaus Wuschelzen? Bedarf doch keine formale Ankündigung? Sir Fluffington. An honor to host you in my manor. Jessam discovered an old family tree in my study. We haven't had a moment's peace since. Tetherian nobility. You might be royalty, Jahira. You don't want to be queen, of course. And Rion curses too much, so it would have to be me. Careful, girl. They have a habit of taking against tyrants there. I'm not a tyrant. If anyone calls me one, I'll have Fig chop their head off. Ah ja, also sie meint, dass sie eine Ahnreihe gefunden hat, gemerkt hat, dass es, sie, ne, auch ein Mensch, dass sie anscheinend Jahira aus einer Adelsdingens kommt. Und, also aus einer Familie von Adligen und naja, das, sie könnte tatsächlich eine Königin sein. Schlüssel zum Hintertür der älteren Resistenz, das ist schön. Ja, und deswegen ist, spielt sie jetzt vier Adel. So, Schlachtplan. Ein vergibtes Handbuch mit altmodischen Kampfmanövern. Fig hat ihre eigenen Verziehungen und schwungvollen, farbenfrohen Zeichen ihrer Familienmitglieder ergänzt. Ein letzter Eintrag fällt auf. Ein zorniges Gesicht in einem perfekten Kreis, das ruft, auf die Augen zielen. Na gut, dann reden wir mit den... Keine Ahnung. I take no responsibility for your plants. You know I'm more of a mushroom man. You've let my study turn into a thicket. Is this what I am hearing? I tended to it. I just let it thrive in its own independence. You know, same way you raised us. I raised you to be a sweet and kind boy. What happened? I watched what you did instead of listening to what you said. This house has taken in a lot of children over the years. Mother dear was sometimes more commander than, well, mother dear. Warum werden wir denn immer gefragt? Also, er meint, er hat sich nicht so gut um die Pflanzen gekümmert, weil er ist mehr so der Pilzdruide anscheinend. Und deswegen ist ihr Arbeitszimmer komplett überwuchert. Und, naja, ja... Das, und dann hat er gleich mal nochmal ein kleines Unterhand-Kommentar gemacht darüber, dass Jahiras Erziehung anscheinend auch laissez-faire war und dass es in all den Jahren anscheinend viele Kinder gab und sie eher, mehr Kommandant als Mutter war. In meinen Augen ist sie streng, aber gerecht. Wir lenken komplett ab. Jahiras Mündel? Wards, Family, Lifelong Irritants. Use whichever term you wish. We were down the market when I was about 9 years old. Some merchant started in with the usual. Yes, but where's your family? Whose son are you, really? When mother was done with him? Well, let's say he won't have any sons of his own to worry about. Nature's law in action. Ah ja. Also, sie sieht ihn eher als Familie auf, aber an sich ist es ein Adoptivkind. Und anscheinend, wo er 9 war, gab es mal einen Menschen auf dem Markt, der sich da... Ach, er spricht mit den Blumen! Oh, das raff ich jetzt erst. Gab es anscheinend einen Menschen, der... einen Markthändler, der das ein bisschen angezweifelt hat. Und dieser Mensch wird anscheinend nicht mehr zum Genpool hinzufügen. Naja gut, okay, das Illa Ratin-Residenz werden wir beim nächsten Mal noch weiter erkunden. Aber nicht mehr heute. Bis dann. Ciao.